Weiter geht's! Und weg mit dir! Ich mag eh keiner. So, jetzt muss ich endlich mal durch sein, nach etlichen Schienen. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's nicht. Oh Gott, Gott, bitte. Gott im Himmel, schenkt mir die Kraft, dieses scheiß Level durchzuspielen. Bitte. Bitte. So, jetzt betteln wir uns mal mit diesen Hässlern. Und weg! Und noch die Staubmilbe oder was auch immer das darstellen soll. Umgenietet. Und irgendwie mag ich die mit dem Hammer nicht. Frag mich nicht wieso, ist halt so. Weg! Rüb. Hey, das ist meine Idee in Real Life, falls ich mal an der Schlange zu lang anstehe. Und auch mit so einer Tröte. Das hat natürlich perfekt abgeplant, dass ich hier durchkomme. Ihr kennt mich ja, ich plane hier alles, was ich hier mache. Ist das hier ein Endboss? Boah, das ist ja bestimmt der beste Krieger von denen, der ist ausgewählt worden, den Pudding von der Bahn zu bekommen. Aber jetzt kriegt er auf... Was? Ha, den hat sogar erwischt, natürlich. Weil wir ja noch Glück haben. Faster! Ach nein, doch nicht. Ja, garantiert. Ausgang. Boah, jetzt packt's noch rum. So mag ich's, Spiel backt. Kann ja nur noch besser werden. Hey, das war sogar gut. Das hat sogar was gebracht. Toll. So, und ich habe jetzt sogar einen Plan, wie ich das hier angehen sollte. Wenn ich so. Nicht. Oh, hier ist sogar ein Reißverschluss. Oh, diese Details, die die Entwickler hier reingebracht haben. Unglaublich. Hier extrem. Ich frag mich, so eine Grafik-Engine möglich ist. Vor allem, weil das Spiel überhaupt nicht rumbackt und gar keine Grafikfehler hat. Die Grafikfehler hat es echt keine. So. Und Hürde 1 wäre überwunden. Fahren wir hier durch. So. Und sind perfekt durch. Das Level ist sogar mal lustig zur Abwechslung. Sammeln noch Muttropfen. Ballfern. Ja. Und perfekt gelöst. Oh, doch nicht. Nein! Oh. Och nee. Wenn ich jetzt sterbe, bin ich sogar dran schuld. Naja, egal. Mit mir kann man es ja machen. Weiter! Ich kann vorbeigeschlichen mit einem ganz unauffälligen Turbo-Boost und hier an der Hundefresse. Ich hoffe, wir bekommen jetzt mal das VIP-Token. Weil ich glaube irgendwie, dass wir bald nicht mehr genug haben, in die vierte und letzte Welt zu kommen. Und der hat sich ein bisschen verirrt, glaube ich. Plus VIP. Nein! Ah, leck mich doch am Arsch. So. So, jetzt drehe ich nicht mehr so schnell. Nett. Blöd. In der Hand.
Oh, wir haben ja nur den Boost. Ich will meine Kitty-Bombe. Nein. Och nein. Bitte. Oh Gott. Ich versuch's bald wieder. Ciao. Und wir gehen auf nochmal. Also nicht wundern, dass ihr jetzt kaum was hört vom Ton und so. Nämlich, den habe ich mal aus... Also nicht aus, sondern viel leiser gemacht, weil man hat mich ja eigentlich überhaupt nicht verstanden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir ein paar Fehler. Ich bin ja noch recht neu im... Ja, im Let's Play Gewerbe oder wie man das nennen will. Ja, ich bin ja noch recht neu. Deswegen war ich da noch nicht ganz so bewusst, dass Camtasia das alles viel lauter aufnimmt, als es eigentlich im Spiel ist. Also habe ich die Lautstärke runtergestellt und versuche ein bisschen lauter zu reden. So, und nach diesem... Ich habe übrigens noch nebenbei ein Let's Play von dem Online-Ego-Shooter Ace of Spades am Laufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Nein, nein, bitte nicht. Halt, stopp. Och ne, ich kann ihn... Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischauen würdet. Das ist kein billiger und ohne Taktik Ego-Shooter wie Battlefield. Es ist einfach nur mit Minecraft-Grafik. Wir können die Map verändern und Sniper-Türme bauen. Und natürlich 100 Mal hintereinander sterben. Ihr könnt ja da gerne mal reingucken. Und so. Und weg. Mit dir. Und wuh. Nein! Gott, das war jetzt echt schlecht von mir. Das tut mir echt leid. Weg mit dir, oder? Nein! Oh Gott, Mann! Halt, stopp! Jetzt ist er gefangen! Also, dieses Spiel wird mir viel zu schwer. Also, jetzt mal... Perfekt gelöst! Also, ja, jetzt ohne Witz, das ist... Was? Och Gott, och Gott. Dame Pudding wird zermanscht. Egal, nochmal. Das passt ja. Start. So, jetzt beeilen wir uns mal ein bisschen. Wir wollen ja auch noch heute noch ein anderes Level spielen. Als dieses verdammte Level. Und ja. So, ja, so, noch den Schlüssel aktiviert. Also der erste Part ist der einfachste, das kann man nur sagen. Aber es wird noch viel zu schwer. Und wir haben ja auch nur den Turbo-Boost. Hätten wir wenigstens die allseits beliebte Kitty-Bombe. Ganz ehrlich. Dann noch das komische Drehen, was ich nicht verstehe. Nein, das war jetzt schlecht. Oh nee. Gott, wie erbärmlich war das von mir. Sich selber erschreckt. Ich meine, warum nicht? Wegen Spaß macht. Holy shit. Oh Gott! Das Level kotzt mich an! Boah, jetzt hör auf, mit einem Hammer durch mich durchzuschlagen. Ich habe auch ein Leben. Boah. Ich versuche gerade ruhig zu bleiben, nicht auszurasten. Wehe! Wenn ich jetzt noch sterbe, dann ist es aus mit dem Let's Play, habe ich das Gefühl. Aber
VIP-Token, wir haben... Shit. Wir haben in letzter Zeit vergessen, VIP-Tokens zu sammeln. Kommt wahrscheinlich nicht auf Anhieb in die nächste Welt, aber das macht ja nichts. Mit mir kann man es ja machen, ne? Gut. So, der wäre schon mal aus dem Weg geräumt. Ja, sowas richtig. Jetzt kriegen wir noch den letzten Schlüssel und dann nichts wie weg aus diesem scheiß Level. Boah, Blut. Jetzt raus hier. Ja! Wow! Yeah! Wuhu! Boah, ich freue mich gerade. Extrem. Gut, diesen Kerl solltest du jetzt echt kennen. Hat er sich wieder von selbst zusammengebaut, der mutierte Dosenöffner? Och, komm, das gibt's doch nicht. Mann, in mir bricht gerade eine Welt zusammen. Schon wieder gegen den. Ja, aber ein bisschen Beeilung kann ja auch nicht schaden. Wir sind kein alter Oma mehr. Gott, Mann. Ich will nicht. Der ist zu hässlich. Besslon. So. Und hiermit vermanipulieren wir mal ein bisschen die Schiene. Wir kennen es, obwohl ich die ganze Zeit sterbe. Das Spiel einfach nur frustrierend ist. Finde ich geil. Ganz ehrlich. Nein, ich habe nicht genug. Sowas, das gibt's nicht. Wie kann man nur so ein mieser Zucker sein und das so einbauen? Das war perfekt da, scheitert. Ich kapier's nicht. Ich kapier's nicht. Es gibt auch kein Baldrian oder so. Oh Gott, wie kann man sich vor Flammen erschrecken? Nein, ich kenn so... So viele Nägel müssen wahrscheinlich alle für seinen dicken Arsch, der mal den Weg versperrt. Ja, mal die Tokens gesammelt. Wir beeilen uns wieder. Weil auch mit unnötig Tokens zockt. Ich habe keinen Bock, da irgendwie zu nehmen zu fahren. So, weg mit dir. Bleib mir vom Leib. So, jetzt haben wir auch noch eine gute Position. Komm, komm, bitte, Ratte, beeil dich. Du, ich habe das Gefühl, an dem Level haben wir noch länger zu arbeiten. Oh, das war jetzt echt Glück. Verwandert schreibt dieses Glück den Glück, dieses Spiel den Glückmomente. Und runtergefallen, das lobe ich mir. Das ist spielbar, war, weiß ich nicht. Aber ich hab ihn. Jetzt geh mit deinem Kopf. Nicht nur geiles Bild, Leute. Dann beruhigt mich in dem Abend und weiter geht's. Bitte. Tu's nicht. Keine Flammen jetzt. Oh, eiskalt aus dem Weg geräumt. Nur beim zweiten Versuch. Leute, ich kann es selber nicht fassen. Plus wir wieder. Okay, es hätte ich so oder so bekommen, aber... Das war jetzt die dritte Welt. In der ersten haben wir fast alle VIPs. In der zweiten haben wir auch fast alle.